Die heimischen Elbler bereiten sich auf einen ganz besonderen Sommer vor. Sie gehen quasi in eine Jubiläumssaison. Und das will doch gewürdigt werden, auch kulinarisch. Bergluft macht bekanntlich Appetit und sei es nur auf ein Häppchen zwischendurch. In Anlehnung an spanische Tapas serviert man ab diesem Sommer in der Bregenzerwälder Käsestraße Elbler-Tapas oder auf gut wälderisch Elbler-Happa. Also die werden auf dem klassischen Most serviert, weil früher hat man die Tapas auch aber unter mit diesem Glas serviert. Als erster Gang haben wir heute die Sensuppe, ein traditionelles Gericht, oder der Segen wird da genannt von den Elblerinnen. Als zweites haben wir so einen Elblerfladen, ganz fein mit köstlichem Alpkäse. Als nächstes gibt es aber einen frischen Hirtenkrapfen, ist mit Kartoffeln und ganz würzigem Alpkäse. Bei der offiziellen Auftaktveranstaltung in den Käse-Erlebnisstraßen Alpsommer in der Meierei am Bödele gibt's auch was zu feiern. Das 10-Jahr-Jubiläum der Drei-Stufen-Landwirtschaft als immaterielles Kulturerbe. Drei-Stufen-Landwirtschaft heißt, die Familie hält das Vieh im jahreszeitlichen Kreislauf, am Hof, am Vorsäß und dann auf der Alpe. Die Bauern, die das ganze Erscheinungsbild so pflegen und dann die Kultur mit, die bäuerliche Kultur mit in diese drei Höhenlagen bringen, das ist nämlich was Wunderbares. Und mit dem wollen wir auch in Zukunft leben und mit dem wollen wir arbeiten. Bei zahlreichen Events, Frühstückbuffets oder Tagen der offenen Tür auf Alpen soll die Drei-Stufen-Landwirtschaft den Gästen vorgestellt werden. Es soll einfach aufzeigen, wie wichtig uns die ganze Alpbewirtschaftung im Bregenzer Wald ist, und das hat auch einen großen Zusammenhang mit der Käsestraße, die immerhin 38 Sennalpen als Mitglieder zählt. Die Käsestraße Bregenzer Wald ist jedenfalls für den Alpsommer 2021 gerüstet.